Professor Dr. Alexander Kekulé, formerly known as Sascha Urch. Sie sind in den letzten 12 Monaten viral gegangen. Ist das etwas, wo Sie rückblickend sagen, hat das auch irgendetwas Gutes, dass das jetzt alles ist für Sie und für die Welt und überhaupt? Ist irgendwas, wenn man sich sagen kann, ja, das ist gut, dass wir das jetzt hatten, weil... Die Pandemie oder für mich selber? Beides, die Pandemie, also vielleicht, wenn es also, für die Welt ein Riesenmist war, wenigstens für Sie, oder ist es einfach nur doof alles? Also es gibt tatsächlich so Abende, wo ich denke, das ist irgendwie alles nur doof. Es gibt tatsächlich so Momente, wo ich denke, wir haben gerade im Westen, in diesen Industriestaaten, wo wir so gut vorbereitet waren, wo ich auch wirklich jahrzehntelang mit Kollegen zusammen überlegt habe, was passiert eigentlich, wenn mal so eine Pandemie kommt, und nie gedacht habe, dass ich in meinem Leben wirklich eine echte, veritable mal erlebe. Da haben wir uns überlegt, dass wir so gut aufgestellt sind. Wir haben uns immer Sorgen gemacht über die dritte Welt, über die armen Menschen, über Afrika und so weiter. Die sogenannte dritte Welt, das darf man ja nicht sagen eigentlich. Und es ist aber so, dass es mich schon schockiert hat, dass wir in Europa und vor allem eigentlich noch schlimmer die Vereinigten Staaten von Amerika da so kalt erwischt worden letztlich. Ich hoffe natürlich, klar, dass wir jetzt diesmal was draus gelernt haben, aber so diesen Satz, nach der Pandemie ist vor der Pandemie, das haben wir auch schon bei der Schweinegrippe 2009 gesagt, sowas Ähnliches haben wir nach dem Ebola-Ausbruch in Westafrika gesagt. Also es ist schon schwierig, weil der Mensch irgendwie die Dinge, die ihn da so erwischen können, auf die will er sich eigentlich nicht wirklich vorbereiten. Ich glaube, wenn es vorbei ist, dann wollen wir das vergessen und auch nicht überlegen, was die nächste Pandemie ist, sondern endlich über was anderes reden. Heute hat der Bundesgesundheitsminister gesagt, der Weg aus der Jahrhundertpandemie hat begonnen. Wir haben am Anfang gesagt, wir sind eine Wohlfühlsendung und deswegen fange ich jetzt auch so an. Wird jetzt alles besser? Also ist jetzt die Talsohle erreicht? Schon erreicht. Ich glaube schon. Also ich glaube das. Es gibt ja letztlich so 2 Katastrophenszenarien, von denen immer alle reden. Und das eine ist, dass man sagt, da kommen diese neuen Mutanten, wo es jetzt noch schlimmer wird. Neue Virussorten, die noch viel gefährlicher und grimmiger sind. Das hat ja schon fast eine Dramaturgie wie in so einem Film, wo man dann bei Spielberg denkt, jetzt ist es zu Ende. Und dann kommt noch der Super-Schurke hinterher. Und das Zweite, wo alle schimpfen, ist, dass die Impfstoffe so langsam sind und wir da in Europa zugegeben ein bisschen mal wieder gezeigt haben, dass wir es nicht so toll machen können in Brüssel, aber das wusste man ja auch an anderen Stellen schon. Die 2 Sachen regen mich gar nicht so wahnsinnig auf, muss ich sagen, sondern ich glaube, dass wir Richtung Sommer auf dem Weg der Besserung sind, würde man beim Patienten sagen. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir im Herbst, das ist ja sozusagen dann die nächste Phase, wo so Erkältungsviren wiederkommen werden, nicht nochmal in so eine Katastrophensituation wie letztes Jahr oder wie jetzt kommen werden. Also da wird es nochmal ein bisschen hochkommen, aber mehr so wie der Schurke, der nochmal so kurz aus dem Grab aufsteht und dann gleich wieder umfällt und nicht wie jemand, der uns ernsthaft bedroht. Bedeutet das aber, dass der Sommer noch nicht Normalzustand ist? Also man kann jetzt, ich meine, es ist ja schon wie viele Leute buchen ja schon wieder irgendwie tierisch Sommerurlaube und so. Und man hat ja manchmal gedacht, ja, beim Frühling, Ostern wird noch knapp, aber danach sind wir auf der sicheren Seite. Wo machen denn Sie Urlaub im Sommer? Ach, ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt an Urlaub denken würde, außerhalb Europas Urlaub machen. Und zwar deshalb, weil ich ganz sicher bin, dass hier ganz viele Regeln gelten werden. Und egal, wo man hinfährt, wird es irgendwie so ähnlich wie zu Hause sein. Und ich kann mir vorstellen, dass man außerhalb Europas nicht ganz so reglementiert wird. Aber sonst würde ich über Urlaub nicht sprechen wollen. Letztes Jahr habe ich irgendwann mal in einer Fernsehsendung gesagt, dass ich im Sommer gerne zum Windsurfen will, weil auf dem Wasser die Viren mich nicht erwischen. Das fanden dann Leute irgendwie geschmacklos. Aber es ist in der Tat so, wenn man auf dem Surfbrett alleine steht, ist man relativ sicher vor diesem Problem. Also ich glaube, wir können schon damit rechnen, um was Wohlfühlmäßiges zu sagen. Also die warme Jahreszeit, genau das Gleiche habe ich vor einem Jahr gesagt, die wird uns helfen. Es wird so sein, dass es im Sommer weniger wird. Und zusätzlich ist es ja auch so, irgendwann fangen diese Impfungen an und werden vor allem die Menschen schützen, die besonders hohes Risiko haben, das heißt die Alten. Hauptsächlich die Alten. Sie sind ja auch schon nicht mehr Sascha Urch, sind Sie auch schon geimpft jetzt?
Ich bin noch nicht geimpft, ich war noch nicht dran. Aber ich glaube jetzt, ich bin jetzt Anfang 60, sonst relativ fit. Also ich gehöre noch nicht zu der Gruppe, wo man sagen muss, oh, war ja gleich ins Krankenhaus. Und man muss auch dazu sagen, ja, bei jetzt Ü80 ist statistisch die Sterblichkeit vielleicht bei 10%. Aber das heißt ja umgekehrt auch, dass 90% es überleben. Also es ist nicht so, dass es ist nicht Ebola. Ja, sonst ist eine sehr ernstzunehmende Erkrankung, wo wir vor allem die Leute schützen müssen, die ein hohes Risiko haben. Und ich glaube, das werden wir bis zum Sommer hinbekommen, bei allem Schimpfen über die Politik. Und dann wird es so sein, dass das Virus verschwindet, weil die das im Sommer immer so machen. Es wird deutlich weniger werden. Und wenn wir klug sind in Deutschland, werden wir im Herbst zwar noch Masken tragen müssen, sowas wird noch da sein, aber wir brauchen keine Lockdowns. Kommt denn das jemals wieder zurück? Ich meine, wir haben jetzt ganz viel gelernt. Wir kein Händeschütteln mehr und so. Schweizer und auch Ostdeutsche sind ja engagierte Händeschüttler. Also wir geben sowas von immer die Bayern Hand. Auch. Bayern auch. Mhm. Wird das jemals zurückkommen? Also ich würde es mir wünschen. Ich weiß, ganz viele, die sich so mit so sozialen Dingen auskennen, ich bin ja quasi, ich gucke ja nur durchs Mikroskop, ja, aber die, die sich mit den Menschen auskennen, die sagen, es sei so, dass das nicht wiederkommt. Weil ich habe es auch ein bisschen in Asien erlebt, da war das nicht schon immer so mit den Masken und mit dieser Distanz, sondern 2003 gab es ja quasi das Gleiche schon mal als Generalprobe, SARS hieß es damals. Und seitdem ist es eigentlich so, dass man in Asien noch distanzierter ist. Gut, das war schon immer so, jetzt so mit Händeschütteln war, also in Japan ja noch nie so angesagt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei uns auch schwierig wird. Ich finde es auch ganz, also ich hasse es, so mit dem Ellbogen Leute zu grüßen. Das ist irgendwie so ein Krankenhausgruß für mich. Ja. Da denke ich, ich treffe jetzt gerade den Hygienebeauftragten. Und ich freue mich eigentlich gerade bei Leuten, die ich noch nicht so gut kenne, dass man durch so eine Körperlichkeit auch so eine Beziehung herstellen kann, bevor man jetzt die ganzen Sachen besprochen hat, warum man dann feststellt, dass man vielleicht doch nicht so gut zusammenpasst oder Freunde werden könnte. Also ich glaube, dieses Physische des Menschen, das ist so stark reduziert worden. Ich würde mir wünschen, dass es wiederkommt hinterher. Herr Schumann, Sie wohnen im Haushalt, da gibt es Kinder und eine Frau und es gibt Katzen und so. Und das hört sich schon von vornherein dramatisch, haptisch an. Und ist auch. Wir sind haptische Menschen, ja, immer. Wie ist das für Sie jetzt? Kommt das wieder? Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich meine Haptik nicht verloren habe. Also ich halte die nötigen Abstände ein, wenn sie einzuhalten sind, aber ich benutze auch meinen gesunden Menschenverstand und ich glaube, wenn man sich auf den verlässt, kann man auch einiges in einem geordneten Maß richtig einschätzen und sich da auch richtig verhalten. Denken Sie, dass das Händeschütteln umarmt, dass es alles wiederkommt, wenn es durch ist? Ich hoffe sehr. Also ich wünsche mir das sehr. Und ich sage mal so, das wird sich halt einfach teilen. Ne? Da wird es die Menschen geben, die werden es nicht machen. Da wird es die Menschen geben, die werden es machen. So wie das überall ist. Ne? Wie nennt man das? Sein Pläsier. Mir fällt gerade rein. Tierchen sein Pläsierchen. Wobei wir sind alle gesund. Also ich meine, toi, toi, toi. Ja. Aber wie geht's euch mit Erkältung und überhaupt so einen ganzen Kram, den man so. Nicht mehr. Ne? Grippe ist ja auch praktisch weg. Ja. Ja. Ja, weil es hilft ja gegen ganz viel, wenn man. Ja, wir sehen uns ja auch nicht. Also ich meine, man muss sich da vorstellen, wie das sonst ist. Also sonst habe ich irgendwie jeden Tag 30, 50, 100 Leute irgendwie gesehen. Man hat Leuten die Hände geschüttelt, das haben Leute genießt. Man hat im ICE mit 4 Leuten und 2 Kindern da gesessen und 2 Rotzfahren. Natürlich ist da was passiert. Natürlich habe ich mich immer schon gegen Grippe geimpft, weil ich eben so relativ viel unterwegs bin. Und das hat ja auch immer geholfen. Aber jetzt im Augenblick ist ja gar nichts. Also da passiert gar nichts an diesen Infektionsgeschichten. Und natürlich hoffe ich auch, dass dann hinterher, also sich in den Arm nehmen, die Hände schütteln, auch von den Leuten, die man regelmäßiger trifft, wieder da sein wird. Jetzt ist das ja so, dass man sich überlegt, wenn man seine Eltern besucht, okay, vorher noch mal so ein Test machen, ne? Und dann ist aber für die Woche geht das dann und dann aber ohne den Test würde ich das ja so jetzt einfach auch nicht machen. Oder kennen Sie das, wenn man Filme anschaut, so ältere Filme, dann ist es doch manchmal so, dass man so Szenen, wo alle ganz viele Leute im Raum zusammen sind, sich umarmen und so, da ist man doch schon, da erschrickt man doch schon, wenn man das sieht im Fernsehen und man denkt, oh Backe. Haben wir heute bei Stefanis Auftritt hier mit Helene Fischer, haben wir es auch gedacht, ne, als wir es gesehen haben, oh Gott, mit Publikum, Menschen. So verdorben sind wir schon. Wie
Gornickel. Ah, ja. Frag mal, wie lustig das am Filmset ist im Moment. Was man da, wenn dann immer jemand daneben steht und man als Liebespaar dann sagt, immer so, nee, das ist zu nah. Und du fragst dich immer so, ja, okay. Die, müssen wir uns die Filmleute, also ich sehe das ja in Berlin häufig, diese Dreharbeiten in der Straße. Mhm. Ich habe immer den Eindruck, dass die sich wahnsinnig schwer damit tun und dass... ohne da jetzt irgendwie... Was meinen Sie damit? Dass an den Sets die Leute sich deutlich näher sind, als ich das kenne von allen möglichen anderen Berufen. Es ist viel komplizierter, das zu regeln. Aber dafür gibt es sehr, sehr gute, ausgebildete Hygienebeauftragte bei uns, die jetzt immer dazwischen laufen und genau kontrollieren. Und da werden die Abstände eingehalten, es wird gelüftet, es wird Temperaturen... Also, das gibt, also, es ist also was ich sehe, ist natürlich draußen. Ich sehe nichts drin. Das ist wirklich Wahnsinn. Also das ist wirklich toll. Wie gut und wie sicher das ausgearbeitet ist. Und ich habe jetzt in vielen Produktionen letztes Jahr mitbekommen, die wirklich komplett vorfallsfrei durch die gesamte Phase gegangen sind. Und da ist schon trotzdem ein hoher Durchlauf. Und das wird aber einfach, weil die Konzepte so gut ausgearbeitet sind. Und das ist ja auch das Traurige teilweise, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, die Theater hatten auch so gut ausgearbeitete Konzepte und die Konzerte und so. Und da wird einfach so ein Rundumschlag getan, der wirklich... Ich müsste da nachher noch mal drüber reden, weil das ist wirklich so, ihr habt euch da geopfert für den Rest der Gesellschaft an der Stelle. Herr Professor Kekulé, es müssen ja, damit das funktioniert mit der Herdenimmunität und was weiß ich, müssen sich genügend Leute impfen. Und für mich war Impfen immer so eine Normalität, also in der Kindheit und so, da ist in der Schweiz zumindest gar nicht gefragt worden, sondern es wurden einfach alle und dann hatten man genau einfach alle durch und Pocken das sowieso, hat auch niemand hinterfragt und wir wussten auch und haben uns da gefragt, dass, bei uns hatte man auch immer, glaube ich, heute nicht mehr so irgendwas am Arm, hat man das dann... Das war die Pockenimpfung, Genau. Das war damals noch eine Pflichtimpfung, Genau, und heute gibt es eben diese Querdenker-Covidioten und was weiß ich und gehen zum Ministerpräsidenten und labern ihn an beim Schneeschippen und so weiter. Gibt es heute mehr Bescheuerung als früher oder gab es diese Bescheuerung früher auch schon, aber es war einfach jeder Dorfdepp für sich alleine und heute haben die eine Internetseite zusammen? Ich glaube, es gab diese Tendenz früher schon und das Zweite ist, glaube ich, richtiger, dass die eher für sich alleine waren. Ich habe das ganz oft erlebt, ich bin ja schon immer so diskussionslustig gewesen und habe deshalb öfter mal gesprochen, zum Beispiel über Homöopathie in so Diskussionen, wenn die einen Arzt gebraucht haben, der so die Schulmedizin mal verteidigt, habe ich dann hier gesagt. Oder wenn es darum ging, mal Tierversuche zu verteidigen, warum brauchen wir in der Pharmaindustrie Tierversuche? Da habe ich mich dann auch immer gerne mal unbeliebt gemacht. Und deshalb weiß ich, es gibt so Bereiche, so Homöopathie, Tierversuchsgegner und eben auch Impfgegner, da ist es tief emotional schon immer gewesen. Und jetzt kommt das, dieses Unbehagen eines Teils der Bevölkerung kommt jetzt zusammen natürlich mit dieser Riesenglocke von Angst und Blei, mit dem wir alle übergossen sind in diesem Lockdown. Wer da nicht ein bisschen wuschig im Kopf ist, der ist ja nicht normal, würde ich fast sagen. Und deshalb ist es so, dass das eine aufgehitzte Stimmung ist. Und insgesamt haben wir natürlich dadurch, dass das Internet jetzt quasi Leute vernetzt, die sonst einzeln waren, haben wir ja dieses Phänomen, dass jeder plötzlich für seine Gruppe eine Bestätigung kriegt, also so einen Resonanzraum kriegt, wo er plötzlich Gleichgesinnte findet. Früher war die soziale Kontrolle bei sowas stärker und jetzt braucht man ja das soziale Umfeld nicht mehr. Das sieht man ja auch in den USA ganz stark, wenn da Leute dann plötzlich gegen den Präsidenten losziehen oder ins Kapitol ziehen. Das hätte früher nie funktioniert. Aber jetzt ist das, glaube ich, eine Bewegung, die man ernst nehmen muss. Sie haben ein Buch geschrieben, den Corona-Kompass. Sie sind Professor, Sie sind Doppeldoktor, Sie sind erfolgreich, Sie sind im Fernsehen. Und ich habe mich gefragt, wie hat sie die Waldorfschule darauf vorbereitet, auf das alles? Weil es gibt ja immer das Klischee, dass mit der Waldorfschule, da kann man vieles werden, aber möglicherweise nicht ein Kekulé am Ende. Nee, das ist gar nicht so. Also erstens war ich in der Waldorfschule, aber ich komme aus so einer Familie. Mein Großvater war Chemiker, dessen Vater war Chemiker. Und deshalb war das schon so ein bisschen, also ich hatte schon so sehr stark, als mit 9 Jahren hatte ich schon als erstes Chemieexperimente gemacht. Ich glaube, mit 10 habe ich mir das Buch gekauft, was man im ersten Semester der Universität dann lesen muss später und das versucht zu verstehen. Also das war schon immer meine Fixierung, auch in der Waldorfschule.
Ich würde sagen, was ich von dort positiv mitgenommen habe, ist, man hat so ein, also die Anthroposophen haben so einen ganzheitlichen Blick auf die Welt. Also dieses Versuchen, nicht immer so die Details zu verstehen, sondern aus diesem amorphen Summe von Einzelinformationen sozusagen einen Blick zurückzugehen und so die große Struktur darin zu erkennen. Und das hilft in der Naturwissenschaft ungemein, weil sie haben, gerade in den biologischen Wissenschaften, haben sie irre viele Daten. Ja, wenn man jetzt überlegt, gerade bei Covid ist es ja live für jeden, wir sind jetzt alle Virologen geworden in gewisser Weise, da hört man ja, es gibt die Meinung und die Information und die Studie und das und das. Und da muss man halt manchmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich habe jetzt alles gehört, jetzt brauche ich eine Arbeitshypothese, was ich mache. Und das habe ich so ein bisschen im Buch auch versucht zu beschreiben, wie man quasi aus wissenschaftlichen Daten dann einen Kompass entwickeln kann und sagen kann, ich habe zwar widersprüchliche Informationen, aber ich bewerte die jetzt und sage, jetzt empfehle ich das und das zu machen als nächsten Schritt mit einer gewissen Arbeitshypothese, so wie ein General, der in den Krieg zieht und auch noch nicht weiß, wie es am Schluss ausgeht, aber er hat einen Schlachtplan. Und ich glaube, da hilft dieses Anthroposophische, das hilft da schon, oder die Waldorfschule hilft da schon, weil sie nicht so kleinteilig ist, weil sie mehr so das große Ganze sucht. Mitte Februar ist ja wieder die Frage, geht's weiter mit Lockdown und wie und überhaupt? Vorhersage ist immer eine bescheuerte, dumme, blöde Frage von mir, aber ist mir doch egal. Ich stelle sie einfach trotzdem. Wie geht's weiter Mitte Februar? Ich frage Sie jetzt nicht nach dem Wetter, Herr Kachelmann. Später. Aber es morgen ist so, spannend, ist eine Luftmassengrenze genau. Aber also es ist so, dass wir bei den Virologen ist es so. Also ich hätte so gerne gehabt, dass es am Anfang gab es ja da zwei Leute, die sich fast nie gestritten haben. Als sie sich mal gestritten haben, kam die Presse. Jetzt gibt's ganz viele und jeder sagt was anderes. Deshalb kann ich nur sagen. Aus meiner Sicht wird es so sein, wir haben jetzt neue Varianten, mit denen müssen wir klarkommen, aber die gleichen Instrumente, die wir bis jetzt immer geübt haben, die werden da auch weiter wirken. Ich bin also absolut dagegen, jetzt wegen dieser neuen Variationen des Virus Panik zu machen. Ich glaube, das ist etwas, was immer passiert und damit werden wir auch noch jahrelang zu tun haben, nicht monatelang. Scheiße. Drum, ja, aber es ist, andererseits werden wir halt dann durch die Impfungen immun, einige Menschen wahrscheinlich mehr als durch die Impfung, durch natürliche Infektionen, muss man auch klar sagen, das hilft ja auch mit. Und dann wird es so sein, das Virus verändert sich immer, aber es wird zwar ansteckender, aber dafür für uns weniger gefährlich. Das ist der normale Prozess. Weil so ein Virus, das den Wirt umbringt, das ist ja selber schuld in gewisser Weise. Das ist ja eigentlich klug, wenn wir am Leben bleiben wie bei normalen Erkältungsviren. Und in die Richtung wird es gehen. Und im Februar kommt es halt sehr darauf an, was die Politik macht. Ich glaube, wir brauchen ein Alternativkonzept zu den Lockdowns. Wir können nicht jetzt sagen, wir gehen im Februar von der Bremse, dann werden die Fallzahlen wieder hochgehen. Aber wir können auch nicht sagen, wir machen jetzt 3 Monate weiter Lockdowns. Und da glaube ich eben, ist es möglich, sozusagen viel selektiver zu arbeiten, als alles zu verbieten. Sie haben es gerade gesagt, in vielen Bereichen gibt es gute Hygienekonzepte. Hier zum Beispiel wurden wir alle vorher getestet. Natürlich, darf man glaube ich sagen. Aber für Altersheime kriegen die das nicht gebacken, ja, wo es eigentlich wichtig wäre. Ja. Und ich glaube, diesen Lernprozess machen wir gerade. Professor Dr. Alexander Kekulé heute Abend im Riverboat. Vielen Dank.